Wir sind ungefähr in der Mitte des Konzertes jetzt angekommen. Zeit, ein Resümee zu ziehen. Wie hat's euch denn so gefallen? Ja, das sagt meine Freundin auch immer. Ja! Gut, das war nur eine kleine Überbrückung, um jetzt eine größere Sensation anzusagen. Meine Damen und Herren, auf dieser Bühne, für euch fast unsichtbar, weil schwarz auf schwarzer Bühne, trotzdem existent. Das Instrument, an das ich mich gerade ganz nonchalant anlehne, ist ein Flügel. Es ist aber nicht irgendein Flügel, nein. Es ist der Flügel, auf dem James Last damals God Save the Queen geschrieben hat. Ja! James Last war der Hauptkomponist der Sex Pistols. Das wusste keiner, das wisst ihr jetzt. Und der beste Freund von James Last und seine langjährige Geliebte hat jetzt an diesem Flügel Platz genommen. Meine Damen und Herren, geben Sie eine Hand für Rodrigo González. Und wo die Hände oben sind, werfe ich gleich ein paar Stöckchen. Stell dir nur mal vor, nach einer Nacht wirst du in einer besseren Welt erwacht. Eine Welt, in der es kein Fußball gibt und keine Kriege mehr. Alle höflich sind und nie vulgär. Da gäb's keinen Stammtisch, keinen Ku Klux Klan und kein Gedränge auf der Autobahn. Der generelle Umgangston wär sanft und kultiviert. Wusstest du, dass diese Welt beinahe existiert? Oh, 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 oh. Wenn alle Männer Mädchen wären, dann wär das Leben schön. Man könnte, ohne Angst zu haben, auf der Bühne stehen. Wenn alle Männer Mädchen wären, wär's paradiesisch hier. Wenn alle Männer Mädchen wären, ich mein natürlich alle außer mir. Alle außer mir. Mhm.
und Rodrigo! Rodrigo, der seine Eier Sid und Nancy genannt hat.